Im ersten Teil von meiner Motovlog-Setup-Vorstellungsrunde soll es ja um das 10C Evo gehen, das ganz neue von Sena. Und ja, wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge und zur Vorstellung vom Sena 10C Evo, quasi die All-in-One-Lösung Motovlog-Setup. Und das gute Stück habe ich ja von Sena zum Testen hier zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen müsst ihr da jetzt auch irgendwo vorher schon mal oben diese Werbeeinblendung gesehen haben, die ja irgendwie scheinbar gleichzusetzen ist damit, dass ihr mir jetzt dann nichts mehr glauben könnt von dem, was ich sage, weil ich ja quasi dafür bezahlt worden bin. Ob dem wirklich so ist, das müsst ihr für euch selber entscheiden. Ich will, wie gesagt, der Reihe nach mal durchgehen, die einzelnen Sachen vorstellen. Und ja, wenn ihr die Ankündigung gesehen habt, dann war da ja ein bisschen schöneres Wetter. Ich habe von der Ankündigung zwar auch ein paar Aufnahmen über, aber die eigentliche Aufnahme, die ich jetzt quasi gerade mache, habe ich schon mal gemacht bei schönem Wetter. Aber da hatte ich alle möglichen Kleinigkeiten falsch eingestellt, falsch gepackt. Und das wird dem guten Stück nicht ganz gerecht. Deswegen muss ich es jetzt nochmal machen. Und die ganze Woche über hat mich wirklich das Wetter im Stich gelassen. Selbst vor ein paar Stunden sah es noch ungefähr so aus. Und ja, deswegen fahre ich jetzt auch auf so einer relativ langweiligen Strecke, weil hier zumindest der ganze Berufsverkehr schon durch ist und ein bisschen abgetrocknet hat. Damit mich die Diva nicht ganz so von hinten einsaut und ich wenigstens ein bisschen eine Spur habe, wo ich bei dem Herbstwetter mit dem Laub und sowas einigermaßen Grip habe. So, es soll aber um das Setup an sich gehen. Und da will ich ja, wie gesagt, der Reihe nach ein paar Sachen abklappern. Ich habe also auch noch mal mein aktuelles Setup mit dran, damit ich immer mal noch ein bisschen vergleichen kann. Und an gegebener Stelle werde ich dann auch ein paar Sachen von diesem Vierer-Vergleich sozusagen immer mal mit einblenden. Und wir fangen gleich mal an mit der Befestigungsmöglichkeit sozusagen. Da ist es jetzt so, Sena, finde ich, ist immer relativ gut bestückt bei den, zumindest bei den größeren Paketen, was das ganze Zubehör angeht. Da kommt natürlich hier so ein ganzer Schwung an Klebepads mit Abstandspuffern und solchen Geschichten, diese Windabweiser übers Mikrofon drüber. Das ist eigentlich alles schon relativ normal, dass sie da halt relativ gut beieinander sind. Wir haben Einsatzkopfhörer eigentlich nur, brauchen wir ja auch in dem Sinne erstmal nur. Aber wir haben zumindest schon mal die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Mikrofonen, nämlich einmal dem Schwanenhalsmikro und einmal dem normalen kabelgebundenen. Und damit können wir eigentlich zum Beispiel, ich habe jetzt das Schwanenhalsmikro drin, weil ich dadurch bei dem aufgeklappten Helm halt schön immer noch das Mikro vor dem Mund haben kann, während man natürlich in einem Integralhelm tendenziell einfach das normale kabelgebundene reinstecken würde. Richtig interessant wird es dann nochmal bei den Halterungen. Und da ist auch einiges dabei. Das heißt, klassisch ist ja immer die Halterung zum Klemmen. Das heißt, die wird eine Platte sozusagen in den Helm zwischen die Helmschale und das Styropor gesteckt. Und dann von außen die Klemmhalterung drauf und das Ganze festgeschraubt. Hält natürlich bombenfest, aber ich bin immer nicht ganz so ein Fan davon, weil sie halt unten ein bisschen überstehen. Das hat Sena mittlerweile auch erkannt. A, sind die Teile richtig schön massiv, also die sind aus Metall. Und sie haben sogar unten so einen kleinen Gummilasche jetzt mittlerweile bekommen, weil Sena halt weiß, dass natürlich der Helm dann immer tendenziell auf diesem Sockel sozusagen aufsteht. Und bei Sockel gibt es auch noch was zu sagen, und zwar verglichen mit dem mit der Klemmhalterung vom 20S ist jetzt kein Kontakt mehr auf dieser Klemmhalterung drauf. Das heißt, es ist wirklich eine reine Halterung,
die Kabel für Mikrofon und Kopfhörer, die gehen ja mittlerweile hinten einfach direkt ans Gerät ran. Und dementsprechend ist das eine reine Halterung. Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen das Problem, wenn wir die Kamera dran haben, dass wir auch den Blickwinkel sozusagen oder die Höhe irgendwo ein bisschen entsprechend einstellen können müssen. Und dafür gibt es bei der Klemmhalterung, bei der einfachen, hinten so ein kleines Plastikpinökel drin, was ihr in verschiedenen Drehungen hoch, also um die eigene Achse gedreht oder Längsachse gedreht, könnt ihr damit verschiedene Winkel von dieser Klemmhalterung erreichen. Das ist schon mal recht gut, und wer es noch feiner einstellen können will, der hat noch eine Auswahl zu einer zweiten Klemmhalterung, die bei der sich die komplette Platte wirklich fast frei drehen lässt und dann halt entsprechend arretieren. Damit könnt ihr also wirklich haarfein dann einstellen. Und das hat noch einen kleinen zusätzlichen Vorteil, weil diese Halterung auch ein bisschen mehr Abstand zwischen die Kamera und den Helm bringt. Kann man jetzt natürlich sagen, ist ja eigentlich kontraproduktiv, weil man ja extra dieses schöne, schmale, neue, kleine Design haben will, damit es möglichst eng am Helm anliegt. Kann aber unter Umständen auch Nachteile haben. Ich meine, die Kamera hat sowieso nur, das komme ich gleich nochmal zu, 120, 125 Grad Blickwinkel, ist nicht so doll, aber wenn sie halt so eng anliegt, hat sie natürlich auch immer ein ganzes Stück vom Helm drin. Deswegen könnte das unter Umständen ein Grund sein, warum ihr halt diese andere Halterung nehmen wollt. Zu guter Letzt habt ihr noch die Möglichkeit von einer Klebehalterung. Und das ist auch die, die ich jetzt da dran habe im Moment. Liegt natürlich am engsten an, hat dementsprechend dann auch ein bisschen das Problem, dass er natürlich am meisten vom Helm mit reinnimmt. Aber das Teil ist halt richtig schön dicht am Helm dran. Es trägt kaum auf und hat kaum größer als ein 20S oder das 30K. Und hat die Kamera gleich mit drin. Also das ist schon, ich finde es schon ziemlich abgefahren. Muss man dann halt immer gucken. Ich habe jetzt natürlich auch einer meiner vielen Fehler beim Drankleben, habe ich zwar penibel auf die Höhe, auf die richtige geachtet. Das natürlich beim Kleben muss man sich ja beim Festmachen quasi festlegen. Darauf habe ich geachtet, aber ich bin mit meiner Halterung eigentlich noch zu weit hinten, wodurch die Kamera ein bisschen zu weit jetzt dann nach links wegguckt. Also das müsste man auf jeden Fall dann nochmal korrigieren, aber da geht halt auch einiges. Aber ansonsten, wie gesagt, liegt das natürlich mit am schönsten am Helm an. Das heißt, rein von Sena-Seiten, von Halterungsseiten haben sie eigentlich alles gemacht, was geht. Einziger Wermutstropfen dabei ist natürlich, es geht ausschließlich die Position links am Helm. Wir könnten jetzt ein theoretisches Spielchen durchmachen und sagen, bei der Klebehalterung könnte ich es ja auf der anderen Seite über Kopf, aber ist nicht wirklich was. Also das ist so ein bisschen eine Einschränkung. Die einzige Position für die Kamera ist halt links am Helm dran. Und eine weitere Befürchtung, die ich hatte, ist auch nicht eingetreten. Und zwar, wer die alten 10C kennt, die halt noch wirklich so richtig, ich sag mal, extern dran waren mit dem typischen Gehäuse, da war ja die Linse drehbar, dass man halt den Horizont gerade stellen kann. Und je nachdem, wie es jetzt am Helm montiert worden ist, das 10C, konnte man da halt entsprechend was ausgleichen. Ich bin mal gespannt, was die Kameras jetzt zeigen mit dem Gegenlicht, weil ich habe selber fast kaum was gesehen. Also, aber drehbare Linse, da hatte ich halt, wie gesagt, als ich die ersten Bilder vom 10C gesehen habe, hatte ich schon die schlimmsten Befürchtungen gehabt. Aber sie haben dran gedacht, also wenn man hier mal näher guckt, gibt es hier immer noch die Linse, die man drehen kann. Die lässt sich so ungefähr um 30 Grad halt verstellen. Das sollte eigentlich reichen, um alle möglichen Montagen am Helm entsprechend auszugleichen. Kommen wir zur Achillesferse von den 10C. Die waren ja relativ verschrien oder sind relativ verschrien dahingehend, dass halt die Bildqualität einfach nicht mithalten kann. Ich muss jetzt sagen, es hat sich einiges getan beim 10C Evo.
aber es ist halt immer noch nicht dran. So, warum nicht? Was hat sich auf jeden Fall getan, rein zahlenmäßig? Das damalige 10C, das ursprüngliche, hatte ja die 1080p und ich meine auch schon initial mit 60 Frames pro Sekunde. Bei dem 10C Pro kam dann diese 2K-Auflösung dazu, die allerdings auch wieder erstmal nur in 30 Frames pro Sekunde. Und jetzt da bei dem 10C Evo ist es wirklich 4K, allerdings die 4K auch nur in 30 Frames. Und die meisten, also wenn man nicht anfängt und wirklich mit den ganzen ND-Filter und Belichtungszeit einstellen und sowas, um diesen Cinematic Look zu kriegen, anfängt, sondern wirklich auf den Standardeinstellungen, ist es eigentlich so, fürs Modo-Vloggen solltest du die 60 Frames haben. Für mich jetzt nicht weiter schlimm, weil ich mache sowieso nur 1080p, das heißt die ganzen Kontrollaufnahmen oder die ganzen Aufnahmen, die ihr seht, von sämtlichen Geräten sind alle nur 1080p 60 gemacht und das kann es ja auf jeden Fall auch. Das Problem, was die früheren 10Cs meistens hatten, zumindest vom Hörensagen, weiß ich das jetzt so nur, beziehungsweise ich habe es halt bei der Prism gesehen und ihr seht es ja dann nächste Woche wahrscheinlich, dass sie viel zu viel Kontrast reingehauen hatten in das Bild. Das sah ja sehr merkwürdig aus. Ich finde, das ist hier bei der schon relativ gut. Also was sie hier ein bisschen übertrieben haben, ist meines Erachtens nach die Sättigung, was unter Umständen natürlich gut aussieht, wenn gerade das ganze Bild irgendwo passt, aber in vielen Einstellungen ein bisschen too much ist. Vor allen Dingen das größte Problem, und davon werdet ihr jetzt wahrscheinlich reichlich was sehen können, ist in den hellen Passagen, finde ich. Da ist viel zu viel ausgebrannt und viel zu hell. Wie gesagt, wenn die Lichtverhältnisse stimmen, kommen aus der Kamera schon, finde ich, ziemlich geile Aufnahmen raus. Am meisten Probleme hat sie, was ich jetzt so in den paar Aufnahmen gesehen habe, wenn jetzt wirklich Lichtwechsel sind. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was sie hier draus macht im Moment, aber wenn ich zum Beispiel nach einer Walddurchfahrt hinten rauskomme und wieder ins Helle, dann hat sie echt lange zu kämpfen, bis sie das wieder einigermaßen eingefangen hat. Und wenn es halt generell ziemlich hell ist, das Ganze, dann sind halt sehr viele ausgebrannte Stellen im Bild zu sehen. Das ist also, muss man gucken. Wie gesagt, wenn die Lichtverhältnisse passen, kommen meines Erachtens nach schon ganz schicke Sachen bei raus. Was ich hier relativ gut finde bei den ganzen 10er-Kameras, ist der Loop-Modus. Das heißt, eine kontinuierliche Aufnahme vom Video und dann halt nur bestimmte Aufnahmen rauspicken. Das geht grundsätzlich, hat sowas die GoPro zum Beispiel auch, aber es funktioniert dort anders. Und wie es hier bei der Sena funktioniert, finde ich es ziemlich geil eigentlich. Das heißt, ihr könnt im Loop-Modus die Kamera die ganze Zeit laufen lassen, müsst euch keinen Kopf machen, dass ihr irgendwas verpasst, sondern die nimmt halt erstmal einfach auf. Und dann habt ihr quasi die Möglichkeit, an einer bestimmten Stelle einen Tag zu setzen, was dann aber heißt, dass er schlicht und ergreifend, ich glaube, eine Minute zurück, die aktuelle Minute und die folgende Minute dann wirklich speichert. Und das auch da bleibt. Und was der große Clou ist für mich, weil wir können, einige werden sagen, ja, das macht doch die GoPro genauso. Der Unterschied ist meines Erachtens nach, wenn ich bei der GoPro dann stoppe, dann speichert er sozusagen diese letzten 5 Minuten oder sowas. Aber halt A, nicht noch was kommt, und B, ist dann die Aufnahme gestoppt und ihr müsst sozusagen erst wieder starten. Während hier einfach die Aufnahme durchläuft und ihr drückt dann halt drauf und könnt einen Marker setzen und dann wird dieser Bereich wird gespeichert und sie läuft einfach weiter und nimmt weiter auf. Das finde ich halt ziemlich smart. Ich habe es ehrlich gesagt nicht wirklich ausprobiert. Das ist jetzt nur so, wie ich es von der Anleitung verstanden habe. Und das ist schon was, also finde ich eigentlich ziemlich cool, wenn man halt wirklich einfach fahren kann und dann wird automatisch das, was man nicht markiert hat, wird dann zum Schluss irgendwann weggeschmissen. Finde ich eine smarte Geschichte. Und
da kommen wir jetzt eigentlich gleich auf zwei Themen zu sprechen. Das eine ist natürlich jetzt, ist es blöd, wenn man dann hier an die Kamera packen muss und sich sozusagen damit das Bild versperren. Da ist es dann natürlich nice, dass man auch eine Fernbedienung benutzen kann. Die gibt es also von Sena. Die ist dann hier irgendwie am Lenker dran und da ist es dann natürlich geil, wenn man da den Marker setzen kann und sozusagen unauffällig einfach sagen kann, so jetzt das Teil will ich mir mal merken. Nachteil, und deswegen, das ist jetzt so ein nahtloser Übergang für mich, die Fernbedienung funktioniert immer nur mit einem Sena-Gerät. Das heißt, jetzt damit habe ich so eine kleine Überleitung gekriegt zu dem Thema Multikamera-Setup. Zum einen haben wir da bei Sena natürlich nur bedingt Auswahl jetzt da. Es gibt halt noch diese Prism Tube, wobei die eigentlich auch nur am Helm verbaut ist. Und es gibt noch die alten Prism-Kameras, wobei ich gar nicht weiß, ob die wirklich noch vermarktet werden. Also wir haben jetzt nicht wirklich, dass wir sagen können, hier, wir können uns dann von Sena komplett mit einem Facecam, Rückwärtscam sozusagen ausstatten, haben hier alles in einem und können das schön mit einer Fernbedienung starten. Das haben wir halt nicht und ja, muss man halt im Kopf behalten. Die andere Überleitung, die ich an der Stelle noch haben wollte, ist jetzt Akkulaufzeit. Das ist natürlich auch relativ wichtig fürs Vloggen. Erster kleiner Nachteil ist wieder, im Sena ist der Akku fest verbaut. Das heißt, wir können nichts wechseln, wir müssen mit dem auskommen. Kleiner Ausgleich dafür ist natürlich, wir können die Kamera während der Benutzung laden. Und das ist auch das, was ich jetzt im Moment gerade mache, weil ich natürlich zu allem Überfluss auch noch vergessen hatte, sie zu laden, bevor ich jetzt das mache. Kleiner Hinweis da aus dem Handbuch ist, dass wenn die Kamera eingeschaltet ist, benutzt die Kamera da zwar den Strom aus dem Akku-Pack bei mir, der Powerbank, aber das Gerät wird jetzt nicht geladen. Wenn die Kamera aus ist, wird das Gerät auch geladen in der Zeit. Also das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich muss gestehen, für mich ist das jetzt kein großer Nachteil, weil ich sowieso, also selbst bei meinen GoPros keinen Zusatzakku hatte. Da habe ich auch immer nur den einen, der drin war, benutzt und habe halt dann im Zweifelsfall entweder über die Bordsteckdose oder über eine Powerbank das Ganze geladen. Für mich also kein Beinbruch, stört mich so überhaupt nicht und ja, für euch wiederum ein Punkt, den ihr halt im Hinterkopf behalten solltet. Nächstes Thema ist dann natürlich Audio. Audio ist bei Sena natürlich das eigentlich führende Thema, von daher sollten wir da keine großen Überraschungen erleben. Geräuschunterdrückung funktioniert gut, fast zu gut, komme ich gleich nochmal zu. Mikrofone sind eigentlich meistens ziemlich gut, die mitgeliefert werden. Und es ist im Prinzip was, wo man sich gar nicht mal so groß Gedanken drum machen muss. Also bei den GoPros mit den zusätzlichen Mikrofonen, da muss man dann schon immer ein bisschen gucken. Aber bei Sena hat das eigentlich immer relativ gut funktioniert. Und auch hier wieder, das Einzige, was mir da halt aufgefallen ist, ist, dass, wie gesagt, die Geräuschunterdrückung mittlerweile teilweise schon zu gut funktioniert. Also zumindest für unser Thema Motovloggen. Ich meine, eigentlich muss man natürlich im Hinterkopf behalten, dass das Sena als Kommunikationssystem gedacht ist und die natürlich sehen wollen, dass wenn ihr untereinander euch unterhaltet oder ihr sozusagen telefoniert, dass dann nicht so viele Störgeräusche drumherum drinnen sind. Von daher ist es natürlich einleuchtend, dass fast alles rausgefiltert wird. Wenn ihr jetzt natürlich einen Motovlog aufnehmt, wollt ihr unter Umständen, dass eure Zuschauer auch so ein bisschen von dem Motorgeräusch mitkriegen. Und da ist, wie gesagt, das mittlerweile so, ihr dürftet es jetzt ja hoffentlich eigentlich hören, dass ihr fast gar nichts vom Motor mitkriegt hier unten, sondern dass alles komplett weggeschluckt wird. Teilweise, je nachdem, wie es Windgeräusch ist, hört er davon noch ein bisschen was. Aber
Wie gesagt, das Brummen ist zum größten Teil weg und dann seid ihr natürlich irgendwo schon wieder an der Stelle, wo ihr vielleicht dann ein zusätzliches Mikrofon noch braucht, damit ihr wieder ein bisschen Motor mit reinmischen könnt in eure Aufnahmen. Wie gesagt, ich kann es verstehen, warum es so ist. Und es hat auch mit den Jahren zugenommen. Also bei meinen 20S ohne Evo war das noch nicht ganz so krass. Von daher war dort die Mischung eigentlich noch recht gut. Für mich ist es natürlich im Videoschnitt echt angenehm, weil ich auf der Tonspur allein von der Wellenlinie halt wirklich erkennen kann, wo ich was gesprochen habe und wo nicht. Und damit die Stellen einfacher finde, wenn ich das vergleiche mit den Aufnahmen hier von meinem aktuellen Setup, von dem Mikro im Helm, das über das GoPro-Adapter an die GoPro direkt angeschlossen ist. Da hat die Tonspur, die ja der Pegel, dieses Wellenbild, komplett oben anschlagt. Da sehe ich fast gar nichts. Da muss ich wirklich durchscannen und hören, wo dann wirklich was gesprochen wird. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Muss man halt gucken, was man draus macht. Und auch beim Audio gibt es dann natürlich noch eine Paradedisziplin und das ist Dualflux. Und auch hier habt ihr wieder einfach alles dabei. Das heißt, standardmäßig gibt es den Modus, dass halt das Xena auf die Kamera oder das CNC auf die Kamera alles aufnimmt, was aus dem Lautsprecher rauskommt. Und ihr irgendwelche speziellen Tricks, die ihr dann vielleicht später noch in den anderen Folgen sehen könnt, gar nicht braucht. Es geht einfach. Es gibt dann noch einen kleinen Unterschied, ob ihr jetzt dann nur eine Zwei-Wege-Kommunikation macht oder vier Wege, was hier noch möglich ist, weil er im Zwei-Wege-Modus halt noch den HD-Audio-Modus unterstützt. Ab vier Wege wird dann ein bisschen runtergedreht. Aber auch das, wie gesagt, Tonqualität ziemlich abgefahren. Also da muss man mit anderen Sachen schon ganz schön was tricksen, um das hinzukriegen. Und es ist halt einfach da. Ja, und damit müsste ich jetzt eigentlich alle Punkte abgeklappert haben, die ich so vorhatte. Befestigung hat man, Audio, Video hat man, Akkulaufzeit hat man gemacht, Multicam-Setup, Fernbedienung hat man gehabt und Dualflock. Die Themen haben wir soweit abgeklappert. Und damit bleibt es jetzt an euch sozusagen einzuschätzen, anhand der Bilder, die ich euch jetzt da eingeblendet habe oder die ihr halt direkt hier gesehen habt, ob das was für euch ist. Der große Vorteil ist und bleibt halt einfach, ihr habt ein relativ kleines Teil hier am Helm und habt alles damit erschlagen. Ihr habt eure Aufnahmen von Ton, ihr habt Intercom mit anderen Leuten, ihr habt eine Kopplung an euer Handy, ihr könnt die Navi-Ansagen hören, ihr könnt Radio hören mit dem guten Stück und das alles an einem kleinen Teil. Das heißt, ein Punkt für mich ist ja auch immer, wenn ich halt nicht aufnehme, will ich dann halt auch das ganze Geraffel vom Helm runter haben. Und das ist hier eigentlich nicht notwendig. Ich meine, selbst wenn er nicht aufnehmt, wollt ihr ja trotzdem unter Umständen Musik hören oder halt euer Handy angekoppelt haben oder mit irgendjemandem sprechen. Von daher, die Notwendigkeit, es wirklich abzunehmen, ist fast gar nicht da. Hier mit der Klebehalterung ohne diesen Kipper unten dran, finde ich es jetzt, ist es so unauffällig am Helm, dass es eigentlich keinen Grund gibt, das gute Stück wirklich runter zu machen. Man kann es halt einfach lassen. Und wie gesagt, ihr habt halt alles in einem Paketchen drin. Und so, was ich jetzt da am Ausprobieren feststellen konnte, funktioniert es halt auch relativ schön. Also allein diese Ansagen, die ihr hier dann kriegt, ja, wo ich bei meiner GoPro dann immer hier irgendwo über den Helm gucken bin, ob sie jetzt wirklich gestartet hat, ob sie läuft. Hier kriegt er eine schöne Ansage. Das heißt, ich drücke aufs Knöpfchen, er sagt Kamera ein, ich drücke noch mal länger aufs Knöpfchen, er sagt Aufnahmen gestartet, ich drücke wieder länger aufs Knöpfchen, er sagt Aufnahmen gestoppt. Ich kriege halt wirklich ein Feedback. Das ist schon eigentlich echt angenehm bei der Geschichte und es funktioniert halt. Absprüche halt ganz klar. Irgendwo ein bisschen bei der Kamera, auch wenn sie erheblich besser geworden ist. Sie kann halt immer noch nicht mit GoPros mithalten, vor allen Dingen nicht mit aktuellen. Und man muss halt auch dazu sagen,
Sena rennt da halt einfach hinterher. Ja. Jetzt haben sie das Bild ein bisschen in den Griff gekriegt. Jetzt sind die anderen aber schon längst, dass sie halt mit Bildstabilisierung zwei Schritte gemacht haben, so nach dem Motto, was hier noch gar nicht vorhanden ist. Eine wirkliche Option, jetzt einfach in einer höheren Frame, in einer höheren Auflösung zu filmen, ist es auch nicht wirklich, weil er natürlich trotzdem nur diesen schon beschränkteren Blickwinkel hat, den er dann noch weiter reinschneiden würde, auch wenn die Qualität dann erstmal gleich bleiben würde und halt auch dann nur noch 30 Frames pro Sekunde. Also es ist halt wirklich so ein Ding. Rein von dem Gerätchen her finde ich es faszinierend. Allein was da alles reingequetscht worden ist, man muss sich ja auch immer so ein bisschen im Kopf behalten, dass das jetzt eine Größe ist, wo ja, GoPro nur die Kamera drin hat. Ja, und da hat jetzt Sena ihr übliches Kommunikationsteil drin, was normalerweise auch diese Größe hat, plus die Kamera. Also irgendwo muss man dann halt Abstriche machen. Und dafür, finde ich, ist die Kameraqualität mittlerweile schon echt ansehnlich. Und man hat natürlich auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich packe das dran und nehme dann halt zum Beispiel hier so eine Session noch für vorne an Helm dran, dass ich da wirklich das Video von nehme und quasi die Einstellung von der Kamera sogar dann nur auf, keine Ahnung, 720p runterstelle, dass ich halt von dort die Tonspuren nehme. Also, ihr seht, ihr habt reichlich Möglichkeiten und ich habe meine Runde gepackt. Ich bin wieder zu Hause und mir bleibt damit wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und tschüss.